Hallo zusammen. Wir dürfen wieder aufmachen. Vorher gibt es allerdings noch ein paar wichtige Dinge, die es zu beachten gibt. Durch die verringerte Kapazität in der Halle dürfen Begleitpersonen nur noch von Kindern im Alter zwischen 6 und 9 mit in die Halle kommen. Der Aufenthalt in der Halle ist nur noch 15 Minuten vor und 15 Minuten nach eurer Sprungzeit gestattet. Kommt sprungbereit und umgezogen, da unsere Umkleiden und Duschen leider geschlossen bleiben müssen. In unserer ganzen Halle herrscht Maskenpflicht, insbesondere beim Betreten unseres Airtrail und unserem Bistro. Diese abzunehmen ist nur zum Springen gestattet. Für unseren Airtrail gelten besondere Einlassregeln. Klettern darf, wer mindestens 40 Kilo wiegt und eine Griffhöhe von 1,80 hat. Der Eintritt ist ab dem Tarif Medium mit inbegriffen. Begib dich mindestens eine halbe Stunde vor Ende der Sprungzeit zum Turm. Haltet mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander, dies ist auf den Trampolinen gut machbar. Desinfiziert und wascht eure Hände regelmäßig, insbesondere vor der Nutzung unseres Airtrail, Basketball, Dodgeball und dem Trapez. Bitte registriert euch bei jedem Besuch mit unserem Datenblatt. Diese dienen ausschließlich der Rückverfolgung eventueller Infektionsketten. Die Daten werden von uns 3 Wochen gespeichert und anschließend vernichtet. Bucht auf jeden Fall vorher online, um eure Sprungzeit zu sichern. Wir sind ab jetzt bargeldlos. Benutzt einfach hinter mir die Self-Check-Ins. Bitte habt Verständnis, dass die ein oder andere Attraktion aufgrund der aktuellen Lage momentan teilweise oder komplett gesperrt sein muss. Es geht schließlich um eure Gesundheit und die unserer Mitarbeiter. Trotz diesen vielen kleinen Veränderungen freue ich mich tierisch, wenn ich euch bald mal wieder hier in unserer Halle sehe.